besten machen wir das dann schon als erst nach Quantity Level 20. Also wenn der Game schon Quantity Level 20 ist, also sparen wir die lieber auf, weil es ist leichter, die Quantity raufzubekommen, wenn noch er noch nicht corrupted ist, der Game. Also es, ich glaube, es ist sogar unmöglich, Quantity raufzubekommen, weil das natürlich dann ein anderer Game ist und dann die Quantity Games, die Game Cutter Prismen gar nicht mehr wirken. So, wir haben mehr Damage. Jetzt gehen wir hier rüber. Die anderen links davon, die Cold-Sachen, brauchen wir nicht. So viel Cold-Damage ist es nicht. Da gehen wir lieber sofort rüber zu den Crits und zum Freeze-Change. Die Cast-Speed-Notes brauchen wir auch noch nicht. Schaut, wie schnell ich bin. Dem Ding, also schneller müssen wir eigentlich gar nicht sein momentan. Und live oder so brauche ich auch noch nicht, also da sind wir nicht gut dran. Im dritten Akt werde ich dann manchmal ein bisschen live stacken, aber das dann auch erst beim Shadow, dort gibt es nämlich viel live zum stacken, zum skillen, zum statten oder wie man dann am besten sagt. So, hier sind die Affen und so. Kein Problem mit Frost nur. Da gehen wir weiter hier hin. Eigentlich könnte ich nach oben und den Crit noch holen. Das könnte ich nachher noch machen. Da gibt es nämlich einen riesen Crit, den glaube ich 60% erhöhte Crit-Chance. Schauen wir mal hier, da müssen wir reingehen. Da steht Critical Strike Chain 6% plus 60% müsste ungefähr 9% sein oder so. Und hier ist 5%. Das wird dann 7%, 7,5%. Ja. Ob so viel bringt, weiß ich nicht. Also ich denke schon, es bringt ein bisschen. Aber nicht allzu sehr. Schrott. Schrott. Und wir können ja so oft sterben, wie wir wollen. Darum ist live nicht so wichtig am Anfang. So, jetzt muss ich noch irgendwas rausnehmen. Ja, das Ding tue ich lieber hier hin. So. Und jetzt könnten wir hier noch Quantity ein bisschen mitnehmen. Wäre nicht wichtig. Ja, den brauchen wir nicht. Können die zwar jetzt tragen, aber brauchen wir nicht. Hier ist ja Quantity-Dinge drauf. Magic Find. Hier machen wir noch so die rein. Und irgendwo haben wir noch eine Schnelligkeit. Ein Quicksilver Flask. 49. Oh, das ist noch recht gut. 113% Increased Energy Shield. Sehr gut. Ja, der Gürtel, der ist eher für Nahkampf-Damage oder für sag schon. Da. Eternal Knives, genau. Okay, wo haben wir hier noch ein paar? Hier ist Level 32. Elf und 12. Der ist besser. Den nehmen wir. Und hier haben wir Increased Spell Damage, Critical Strike. Das ist natürlich besser. So, mal überlegen. Wir haben keine doppelblauen verlinkten Slots. Dann nehmen wir den mit. Und haben wir hier noch irgendwas Wichtiges?
Increased critical change haben wir doch irgendwo. Ja, hier. Für Level 31. Das wäre noch richtig cool. 72% increased critical strike change. Ja. Wir haben ja doch noch irgendwo diese Frost, diese Frostwall. Tempest Shield könnten wir noch mitnehmen. Dann nehmen wir dieses Ding raus. Ja, dann machen wir Freezing Balls raus. Brauchen wir wirklich nicht. Ja, Spark, aber Frostwall möchte es. Muss irgendwie gerade sein. Das da. Ja. Für Level 23, das ist noch ein bisschen zu früh. So. Und weiter geht's mit dem zweiten Akt. So. Es sollte eigentlich leicht sein. Hier gibt's nicht so viele Monster mit Cold Resistance. Da können wir eigentlich durchrushen. So, jetzt haben wir dieses Tempest Shield. Jetzt bekommen die eigentlich Damage, wenn sie mich... Ja. Wow, sehr viel Damage. Aber es ist eher zum Blocken, da es erhöht um 4% die Blockchance. Es ist so extrem schwach, dann benutze ich das eigentlich nie. Aber einfach so zur Unterstützung, weil wir sowieso genug Mana haben. Ist das schon gut. Ah, falsches. Ah, wieso ist denn das aufgeploppt? Bin nur drüber gefahren. Also ich kenne bisher jetzt keinen Charakter, der so leicht hier durchspazierte. Weil man muss eigentlich nur die ganze Zeit rechte Maustaste spammen und laufen. Mehr muss man mit diesem Krag, der momentan nicht machen. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Das ist eher langweiliger oder findet ihr es gut, dass ich schneller vorwärts komme? Weil der Spaß fängt natürlich erst später an, richtig gut zu werden. Und wir haben schon wieder einen Lightning Arrow gefunden. Und es spawnen eigentlich noch, also es droppen noch sehr viele Items durch dieses Quantity, sehr gut. Und Pain. Ich will jetzt den Concentrated Effect bald haben. Damit ich sehr viel Damage mache. Hallo Bogenschießen. Oh. Der hatte fast kein Leben mehr und ich durchbohre ihn mit Glacial-Kaskade. Oh. Die zerstückeln sich. Die werden zersplittert. Schock gefroren, dann zerstört. Bang. Na, hast du jetzt ein bisschen bessere Sachen, Werte? Ja, ein bisschen mehr Damage, aber Blockchance ist gleich geblieben. Ah ja, und wenn ihr natürlich mehr sehen wollt von den Gebieten und so, ich werde das ab Quell ein bisschen weniger schnell machen. Also, es bringt jetzt auf normal nichts, dass ich euch alles zeige. Da kommen wir ja nie vorwärts. Ja, ich wollte nach oben. Wegen dem Crit Change.
So, Goldring. Könnten wir mal identifizieren. Rarity Mana. Nö. Lieber hier. Ja, ist auch nicht gut. Aber hat mehr Life als die anderen Potions. Aber ohne Wert ist ein Potion eigentlich nicht so wert. Schon wichtig, dass man gute Werte drauf hat. Am wichtigsten ist eigentlich die die Regeneration der Flask Ding. Der Charges. Ja, ihr seht es, ich gehe nicht so gerne am Weg entlang. Ich gehe meistens ein bisschen außerhalb entlang. Weiß auch nicht wieso. Weil ich lieber durch die Natur warte als durch Wege. Und hier ist wahrscheinlich wieder zerstört. Nein, hier nicht. Ah, hier ist der Ausgang. Gut, haben wir das schon geschafft. Sonst ist manchmal das Gebiet hier länger. Aber ja, momentan nicht. So, die Schlangen sind auch kein Problem mehr, wie man sieht. Bisschen Leben Mana Shield verloren. Also Energy Shield lieber. Mana Shield wäre auch eigentlich auch noch interessant in diesem Game. Das gibt es ja bei Diablo 2. Und dort klappt es eigentlich sehr gut mit dem Mana-Haushalt. Fast schon zu gut. Energy Shield ist halt einfach ein weiteres Leben und Mana Shield ist eher ein weiteres Mana. Also ein weniger Mana, dafür mehr Life in dem Sinne. Aber Mana durch die Effekte schadet das schon genug. Da müssen sie irgendwas anderes umplanen. Nein, sollen so lieber so lassen. So. Hier ist alles zerstört. Ich bin immer noch sehr, sehr kratzig im Hals. Also mein Hals ist immer noch kratzig. Und deshalb kann ich manchmal nicht so lange reden, ohne dass es mir ja Schaden macht. Und ich ein bisschen wirken muss fast. Aber ich bin sozusagen YouTube-Moderator und ich müsste eigentlich, obwohl ich keinerlei Werbung mache und ja, eben nicht abhängig bin von YouTube, möchte ich schon ein bisschen Regelmäßigkeiten reinbringen und deshalb kacke ich auf Krankheiten und nehme weiter auf und mache nicht Pause. Für mich und ja, für die meisten solche Leute, wo halt ein bisschen ehrgeizig sind, ist es besser. Man ist halt ein bisschen mehr krank, dafür kann man dann ohne zu ja, um viel Zeit zu verlieren und das genießen zu können, ja, die Krankheit überwinden, also nicht lang, dass es langweilig wird und so. Ich hatte es immer so, wenn ich wegen Konzentrationen, so wegen der Krankheit, also wenn ich zum Beispiel erkältet war und nicht so Konzentration in der Schule hatte, hatte ich einfach Sport gemacht. Ich war nicht im Bett oder so. Egal wie schlimm es bei mir war. Weil bei mir wegen einer Hormonschwierigkeitskrank, also so Suffizienz, also Unterentwicklung der Hormone und Unterproduktion der Hormone habe ich da so bisschen Probleme und dadurch sind meine Krankheiten schlimmer als andere ja, Menschen es haben. Wenn ich mal erkältet bin oder Asthma habe oder irgendwas so, dann ist es für mich schlimmer. Oder wenn ich mal eine Magen-Darm-Grippe habe, da verrecke ich fast. Das ist so extrem schwer. Also da
dies zu überwinden und so. Und ich bekomme es auch, leicht, also es ist nicht so, ja, es ist schlimm eigentlich. Leck du mir, oh leck du mir, oh leck du mir mit Schöpli. Danke, aber das brauche ich nicht. Ah, das ist Arkschrein gewesen. Jetzt schau ich es auch. Okay. Hier können wir durchrushen. Gehen wir kurz hier oben schauen. Ah ja, wir müssen hier oben durch. Und jetzt hier. Oh, ihr nervt. Das sind die größten Pussy-Gegner. So. Ah, hallo. Grüß Gott, meine Nudel. Tanz mit mir, tanz mit mir. Na 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 na. Blut und Bone. Blut und Bone. Added Lightning Damage. Ah, jetzt ist dieser Nerf Summoner als Gegner. Damage. Ich kloppe Damage. Blam, blam, blam. Nein, nicht zu viel Schaden machen. Ah, diese Ding gibt es jetzt auch. Ich weiß nicht, wo man den finden kann. Aber dieser Schrein dort, der heilt nämlich die Zombies und macht sie schneller oder so, und ich bin gestorben. Shit, die machen einfach viel zu viel Damage, diese Zombies. Ah, sie werden, glaube ich, schneller oder werden teleportiert oder sonst irgendwas. Ach, weiß doch nicht. Ich setze mal die E wieder bei den Zombies ein. Boost. Geschwindigkeit Boost. So. Ja, der macht fett Damage. So. Sehr schön. Ja, toll. Jetzt habe ich noch halb auch Gewicht. So. Fall Arc. Sehr schön. Dann benutzen wir doch Fall Arc anstelle von... wo ist es? Da. Stelle von Fall Fireball. Und gehen zurück. Wir gehen dann wieder durchs Portal in das Gebiet. Zurücklaufen ist für mich nicht so mein Ding. So. Ah ja, da ist schon Ding. Identifiziert gewesen. Hier haben wir zum Beispiel Cold Gems. Brauchen wir aber nicht. So zu wenig. Spell Damage drauf. Ja, hier haben wir zwar ein bisschen Schadenswaffen, aber auch nicht so wichtig. Das ist schon ein bisschen besser, aber hat auch zu wenig Spell Damage. Weglegen. So. Und dann die Sachen wieder hier hinein. Und schauen, wegen dem 300. Armor ist doch gut. So, und hier haben wir, okay, ist nicht so gut, Level 18. Ja, das nehmen wir, aber legen hier das Zeugs hier hin. Wenn wir jetzt hier, ja, Change to Ignite haben wir erst, dann legen wir die doch hier hin. So, die ist hier hin. Added Spell Lightning Damage haben wir. Weglegen.
So. Und den hier hin. Gut. Wie geht's? Ah, das ist eine Heuschrecke, genau. Ja, nein, das bringt's nicht. Hier lieber. Ich scroll's hin. Ja, was haben wir hier Neues? Ist alles ein bisschen schwach. Haben wir überhaupt irgendwas Cooles Neues? Hier haben wir sehr viel Rarity. Da können wir eigentlich den austauschen. So. So viele AK-Speed brauchen wir auch nicht. Wir könnten die nehmen, die haben eine extrem erhöhte Spell Damage. Aber dadurch haben wir auch 20 weniger Spell Damage. Dann nehmen wir den hier 15 und 19. 15 und 19 ist besser. So, und hier haben wir noch einen guten Trank. Ja. Na? Zu schwach. Der da? Na, zu schwach.